erlauben Sie uns, dass ich den Hauptzelebranten unseres heutigen Morgengebetes von Laudes vorstelle. Christentum und Geschichte sind zwei Bänder, die seit Jahrhunderten das polnische und das ungarische Volk miteinander verbinden. Stanisław Galecki ist Erzbischof von Poznan. Er ist der Vorsitzende der Bischofskonferenz von Polen. Er pflegt und vertieft diese Beziehung zwischen Ungarn und Polen. Er ist ein großer Verehrer von Kardinal Mincenti, hat bereits auch das Grabmal des ehemaligen Kardinals aufgesucht. Der Erzbischof erhebt die Stimme häufig gegen die Säkularisation und der Wirkung dagegen. Galecki erklärte in einem Interview, dass die Eucharistie etwas Beständiges ist und die Kirche und das Leben erhält. Er erklärte auch, dass die Kirche kein Supermarkt ist, sondern etwas wie ein Feldlazarett. Denn die Eucharistie heilt alle. Der musikalische Dienst liefert auch diesmal die Chorschule Kodály Zoltán. Ferenc Sopszor ist der Dirigent und auf der Orgel hören wir András Virág. Deus in adutorium meum intende. Omnia, adiuvandum
Nativitas gloriosae,
Virgo Sacratis.
A shoot shall come out from the stock of Jesse, and a branch. Aus dem Buch Jesaja. Aus dem Baumstumpf Jesajas wächst ein Reis hervor. Ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm. Der Geist der Weisheit und der Einsicht. Der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Und er hat sein Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. From the human hearts always flows hope. Aus dem Herzen der Menschen kommt immer Hoffnung. Und diese Hoffnung war für den Propheten Jesaja eng mit der Abstammung von König David verbunden. Der Prophet Jesaja nimmt diese Zeit durch die Geburt von König Hiskia, dem Sohn von König Ahas, vorweg.
Das ist dieser Herrscher, der mit den Gaben des Geistes Gottes gesegnet ist, wird dem Volk Gottes paradiesische Ordnung, Gerechtigkeit und Frieden bringen. Er wird das nicht nur in Judäa tun, sondern überall in der ganzen Welt. Psalm 72, seine Macht reicher von einem Meer zum anderen, vom Euphrat bis zum Ende der Erde. Durch seine gerechte Herrschaft wird er dazu beitragen, die unüberbrückbaren Widersprüche des gesellschaftlichen Lebens zu lösen. Zitat: Dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein, der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter, das Kind streckt seine Hand in die Höhle der Schlange. Später im Buch Der Sohn des Sirach wird diese messianische Vision wie folgt kommentiert. Zitat: Jedes Lebewesen liebt seinesgleichen. Jeder Mensch den, der ihm ähnlich ist. Geht etwa der Wolf mit dem Lamm zusammen? Ebenso wenig wie Frevel mit dem Gerechten. Und tatsächlich erfüllen sich die historischen Hoffnungen des Propheten auf eine gerechte Herrschaft des Königs Hiskia. Er führte die erste große religiöse Reform in Judäa durch. Zitat: Er schaffte die Kulthöhen ab, zerbrach die Steinmaler, zerstörte den Kultpfahl und zerschlug die Kupferschlange. Er hing dem Herrn an, ohne von ihm abzuweichen, und hielt die Gebote, die der Herr dem Mose gegeben hatte. Daher war der Herr mit ihm. In allem, was er unternahm, hatte er Erfolg. Zitat zu Ende. Was lehrt uns diese Geschichte? Diese Geschichte, die zeitlich so weit zurückliegt. Zunächst mal, während die Welt normalerweise versucht, den Frieden zu sichern, indem sie sich auf einen Krieg vorbereitet, gibt es auch einen klügeren Weg. Jesaja ermutigt uns, Frieden zu schaffen, indem wir die Einstellung, die Denkweise der Menschen ändern. Erst wenn die Völker geistig auf dem Gipfel des Berges Zion aufsteigen, wenn das Gesetz Gottes die Herzen der Menschen erreicht und diese Gesetze auch befolgt werden, wird die Menschheit den Frieden erfahren, nach dem sie sich schon immer gesehnt hatte und von dem sie immer geträumt hatte. Nur dann werden die Werkzeuge des Krieges in Werkzeuge des Friedens verwandelt. Nur dann werden Schwerter zu Pflugscharen und Speere zu Sicheln. Der Hass wird aufhören und es wird nur noch Shalom oder messianischen Frieden geben, was nicht nur die Abwesenheit von Krieg bedeutet, sondern auch die Harmonie der Menschen mit Gott, der Harmonie der Menschen untereinander und der Menschen mit der Natur. Zum Zweiten, diese Geschichte lehrt uns, dass die Würde der menschlichen Autorität aus der Tatsache herrührt, dass die Autorität sich vom Sittengesetz leiten lassen muss. Ihre ganze Würde beruht darauf, dass sie sich im Rahmen jener sittlichen Ordnung entfaltet, deren Quelle und Ziel Gott seinerseits ist. Die Macht kann aufgrund ihrer notwendigen Beziehung zu dieser Ordnung, die ihr vorausgeht und sie untermauert, und aufgrund ihrer Ziele und Adressaten nicht als eine Kraft verstanden werden, die durch rein soziologische und historische Kriterien definiert wird. Einige Konzepte erkennen leider nicht die Existenz einer wahren und eigentlich moralischen Ordnung an. Eine Ordnung, die transzendent, universell, absolut und gleich ist. Das heißt, für alle gilt. Ohne eine von allen gleichermaßen anerkanntes Gesetz der Gerechtigkeit
können die Menschen nicht zu einer vollständigen und sicheren Einigung über irgendetwas kommen. Diese Ordnung kann nur in Gott aufrechterhalten werden. Wenn wir von Gott getrennt sind, sind wir von uns selbst getrennt. Das Neue Testament geht jedoch über das hinaus, was der Prophet Jesaja darstellt. Nur in der Person Jesu Christi erkennt das Neue Testament die wahre Erfüllung der Prophezeiung Jesajas an, der von sich selbst sagt: Der Geist des Herrn ist auf mir. Heute ist diese Schrift erfüllt von euren Ohren, Lukas. Christus ist der gesalbte Messias des Vaters und nur er besitzt die Fülle des Heiligen Geistes, die er 7-mal in seinen Werken offenbart. Nur er hat die Fülle des Heiligen Geistes, die Heiligen empfangen nicht die Fülle seines Geistes, sondern seine Fülle bekommen sie. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, der andere die Gabe der Erkenntnis von demselben Geist. 1. Korinther. Es ist Christus, der, geleitet vom Heiligen Geist, jede Form von Gewalt als mögliche Mittel zu erreichen, sein Ziel ablehnt. Zitat: Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Jesaja. Er ist es, der mit grenzenloser, barmherziger Liebe Frieden bringen wird, bis hin zur Opferung seines eigenen Blutes für unsere Sünden. Mit dem Tod und der Auferstehung unseres Erlösers begann für alle Völker eine nicht enden wollende Pilgerreise zum Berg Zion. Der Kirche, von der das Licht des Evangeliums ausgeht und die Versöhnung durch gnadenvolle Liebe lehrt. Und so können wir in der Kirche in jedem heiligen Abendmahl, bei jeder Kommunion aus der Fülle Christi schöpfen. Laut Lehre des heiligen Bonaventura, zitiere: Zu verstehen, dass Christus als Zeichen im Sakrament gegenwärtig ist, ist nicht schwer, aber anzunehmen, dass er wirklich im Sakrament gegenwärtig ist, wie im Himmel. Das ist eine sehr große Schwierigkeit. Und so ist es nicht leicht zu glauben, dass dies das Lobenswerteste ist. Unsere Begegnung mit Jesus kann sich nicht auf die Momente der Heiligen Kommunion beschränken. Wir müssen die Messe jeden Tag erleben. Wir sollten uns bemühen, unser Leben wahrhaft eucharistisch zu gestalten. Das heißt, zu danken und auch unser Handeln zu einem Zeugnis für den in unserem Herzen lebenden Jesus zu machen. Zitat zu Ende. Solange es nicht zu einem echten Sinneswandel kommt, ein Wandel im Herzen der Menschen, dann wird der Frieden unter den Menschen für immer ein Traum bleiben. Die soziale Harmonie und der Friede zwischen den Völkern werden so lange bedroht sein, bis nicht jeder Einzelne und jede Gruppe der Menschen beginnt, Christus zu dienen. Ohne dass das Herz bekehrt ist, ohne einen Sinneswandel, wird der Frieden durch die natürlichen Grenzen der wirtschaftlichen, politischen und sozialen Strukturen bedroht sein. Der Frieden wird durch den persönlichen Egoismus und die menschliche Eitelkeit, die sich negativ auf die sozialen Strukturen auswirken, wird gefährdet. Dies wird in der nachapostolischen Zeit durch die Erfahrung des Märtyrers Justin bestätigt, der in seiner Apologie 153 nach Christus schrieb, Zitat: Denn von Jerusalem aus sind 12 Männer in die Welt hinausgegangen, die eigentlich nichts wussten und nicht einmal die Sprache kannten, die aber durch die Kraft Gottes allen Menschen
das Wort Gottes verkündeten und in der Mission Christi wandelten. Und wir, die wir uns einst gegenseitig erschlugen, führen jetzt nicht nur keinen Krieg mit unseren Feinden, sondern gehen, da wir weder lügen noch diejenigen täuschen wollen, die uns befragen. Wir also gehen mutig in den Tod und bekennen Christus. Zitat zu Ende. In der Prophezeiung Jesajas wird schließlich Christus erwähnt, aber aufgrund einer Ähnlichkeit hat die kirchliche Tradition diese Prophezeiung später auf Maria übertragen, von deren Geburt in ähnlicher Weise gesprochen wurde wie von der Geburt Christi. Die Geburt der Jungfrau wurde zu einer Nachahmung, zu einer Kopie der Geburt des Sohnes. Wir jedoch erkennen, dass die Jungfrau Maria die Wurzel des Jesaja ist, erklärt der heilige Hieronymus. Das heutige Fest der heiligen Jungfrau Maria erinnert uns daran, dass in jedem Menschen, auch wenn dieser Mensch schon erwachsen wurde, auch wenn er Eltern oder ein älter, also Vater, Mutter geworden ist oder ein älterer Mensch geworden ist oder eine verantwortungsvolle Position bereits innehat. Also jeder Mensch wird die kindliche Identität immer verborgen sein. Jeder von uns ist ja das Kind von jemandem. Und das erinnert uns immer wieder daran, dass wir uns das Leben nicht selbst gegeben, sondern es empfangen haben. Das große Geschenk des Lebens ist daher das erste Geschenk, was wir erhalten. Liebe Söhne und Töchter, schaut euch noch einmal die Geschichte eures Lebens an, sagt der Papst Pius XII. Ermutigend. Zitat weiter: Seht ihr nicht die Verflechtung der Gnaden Gottes? Wenn ihr das seht, denkt ihr vielleicht, dass Maria Teil dieser Segnungen war. In meinem Leben sind dank der glühenden Liebe dieser heiligen Frau die Bäume aufgeblüht und die Früchte gereift. Sie, die wie die Sonne leuchtet. Lasst uns also heute trauern, denn heute baut die Schöpfung durch die Kraft von Gottes unbegreiflichem Plan eine neue Wohnung für den Schöpfer. Heute ist das Haus des Schöpfers, des Universums, gebaut worden. Lasst uns gemeinsam die Geburt Marias, unserer Mutter, feiern, denn wir sind alle ihre Kinder. Lasst uns die Geburt der Maria, lasst uns die Geburt der Mutter des Sohnes feiern, der unser Frieden geworden ist. Wir feiern die Geburt der Mutter des Friedens. Amen.
Felicitavit et fecit redemptionem plibis suae. Omnibus libus nos.
Let us glorify our Savior, who chose the Virgin Mary for his mother. Let us ask him. Intercedat pro nobis mater tua, Domine. Son of Justice, the Immaculate Virgin bows the white down, announcing your rising. Du, Sonne der Gerechtigkeit, Maria von der Morgenröte, die dein Kommen angekündigt hat, gib, dass wir allzeit in deinem Lichte leben. Lord, help us imitate me. Ewiges Wort des Vaters, du hast dir in der unversehrten Jungfrau Maria eine Wohnung bereitet. Wohne auch in unserem Herzen. Savior of the world. Erlöser der Welt, Maria stand unter deinem Kreuz. Auf ihrer Fürsprache hilf uns, auch in schwerem Leid standzuhalten. You are our Redeemer, who made the Gütiger Jesus, vom Kreuz aus hast du deiner Mutter den Menschen zur Mutter gegeben. Lasst uns heute ihren Schutz erfahren. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, Tuis quesumus Domine, celestis gratiam unus impertire, ut quibus beate virginis partus extitit, salutis exordium nativitatis eius festivitas passis tebuat incrementum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et in saeculum. Adutorium nostrum in nomine Domini. Vivit in cielo et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domine. Deo gratias.